So, und da sind wir wieder. Und ich will jetzt erstmal meine neuen Schwerter ausprobieren. An richtigen Gegnern. Also dafür, dass ich ein Verborgener bin, also ein Assassine, kennen viele meinen Namen. Trabi. Gib Gas! Könnte ich eigentlich schon dir testen, oder? Wow. Ja, ja, komm her. Okay. Schwerte gefallen mir. Trabi, warum parkst du immer so weit weg? So, und jetzt hol ich mir das da noch. Gegenverkehr. Ich habe einen Geisterfahrer überholt. Komm schon. Also, ich muss sagen, irgendwie war mein Schwert besser. Das hat One-Shot gemacht. Gar keine Reichweite. Wow. Ach komm. Was? 10.000 Gegner hier. Weg hier. Alter. Ich würde dir raten, aufhören. Aufzuhören. Selber schuld. Dir gesagt. Ich habe gesagt, tun. Wo jetzt hin? Ach man. Leder und Reptilien. Schläft. Na komm. Oh, er schlaft ja. Wow. Echt jetzt? Zwei Stück. Jo. Da ist mir gerade das Spiel abgeraucht. Und ich bin direkt zu einer Mission gegangen.
Damit ihr nicht so lange jetzt noch warten müsst. Ganz schön viele. Und das nur für diesen... Für die Geschlechtskrankheit. Okay, den holen wir uns jetzt. Aber stealthy. Ihr kennt das ja. Sind der Schatten. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, lass dir mal was Neues einfallen. Wegen einer anderen Platte auf. Wir sind der Schatten. Hallo. Du bist gefeuert. Okay, holen wir uns den, der pennt sowieso. Warum hat dem sein Tuch so gewedelt? Hat der einen fahren lassen? Okay. Wen holen wir zuerst? Dich oder dich? Oh, hier ist ein Schatz. Okay, wir holen erst dich. Und da der eine eh hier lang kommt, genau das. Okay. Hilft den? Ja, ja. Ich rette ganz Ägypten und dann muss ich denen noch helfen. Yay! Okay, von da hinten? Keiner da. Ist gefangen. Oh, wow. Das da erstmal. Was? Na ja, 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 ja. Ich weiß, du hast mich gesehen. Da ist er. Was ist da? Die liebe Steffi wird es ja sowieso in die Kommentare schreiben. So wisst ihr immer, was die da gesagt haben. Dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken, dass du dir diese Mühe machst. Vielen Dank. Du hast dir keine Mühe gegeben, deswegen bist du jetzt tot. Steffi ist klug. Steffi schreibt in die Kommentare. Sei wie Steffi. Freimaurer? Was? Nein. Gab's damals schon die Freimaurer? Wurden die nicht erst im Europa des späten Leck mich tot? Oh. Was war das? 12. 13. Jahrhundert vielleicht? Ich google mal. Auf jeden Fall wurden die nicht in dieser Zeit gegründet, oder? Ich meine, die haben zwar das allsehende Auge über der Pyramide, aber der Ursprung allen ist ja irgendwie immer in Ägypten. Man sagt ja auch zu Afrika, die Wiege des Lebens. Wow. Nein.
Boah. Okay, der wird mich sehen. Der wird mich sehen. Und dann haben wir Party. Was hab ich gesagt? Oh, wie der abgeht, ey. Danke. Ja. Die Splitter von den Sternen sind nicht für dich bestimmt, Tamose. Was? Der hat einen Flammenbogen. Moment, macht die Waffe vergiften bei Tod oder wie oder was? Ach nee, das ist mein Schild. So, jetzt bist du dran. Ich sammle erstmal alles ein. Die Splitter von den Sternen sind nicht für dich bestimmt, Amose. Das glaube ich nicht. Tada! Ziehen sich uns immer noch. Der Orden ist ewig. Du bist vergänglich. Was haben die ganze Zeit mit der... Oh, danke. Chirurgische Schläge. Ja. Was haben die ganze Zeit mit dem Spruch, der Orden ist ewig? Okay, wir wissen, der Assassinenbund und die Templer sind halt, ja, ewig. Und dass der Mensch vergänglich ist, wissen wir auch. Aber warum sagen die das andauernd? Wir wissen ja, dass der Templerorden nicht klein zu kriegen ist, genauso wenig wie die Assassinen. Auch wenn die in den letzten Teilen... Also die Informationen waren ja immer, dass die Templer die Oberhand haben. Das ist halt so ein Milliardenimperium. Und die Assassinen sind halt so ein kleiner, trockener Haufen. Und sie sind sehr im Bedrängnis. Meint der vielleicht das damit? Weil es muss ja... man kann ja eigentlich keinen Orden... also keinen von beiden komplett auslöschen. Weil schaltet man die Assassinen komplett aus, haben die Templer gewonnen. Schaltet man die Templer aus, was machen die Assassinen dann? Weil wie wir durch Rogue wissen und die anderen Teile sind die Assassinen ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Es gibt so immer wie hier Bayek, Arno, Kenway und ganz besonders The Legend of the Legend Ezio Ausnahmen, die wirklich für das Gute kämpfen und an das Credo glauben. Aber es gibt halt auch überall schwarze Schafe, die das Credo vielleicht falsch auslegen. Wen kämpfen die da? Gut. Das ist so... Wow, 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 wow. Hey, ganz cool. Ganz cool. Alter, wer ballert mich denn da so fett runter? Konzentrieren. Alter! Shoot jetzt! Jo, kipp um.
Vergiss es. Ah, ja, ja. Du wirst mich töten, bla bla bla. Wirst du nicht. Spoilerwarnung. Sarissa. Schöner Name. Sarissa. Ja komm, wir werden euch alle erledigen. Ich muss ja eh 1,3 Kilometer reisen. Was geht, Bro? Den holen wir uns auch. Yeah! Okay. Ort beendet. Können wir uns ja langsam mal auf den Weg machen, ne? Unserem Bros und Sis. Sis. Davon zu berichten. Junge, wenn einer mit einem Bogen vor dir steht, hast du Hände hochzunehmen. Ich kann Trabi nicht rufen. Auf jeden Fall sieht die Welt affengeil aus. Und für den DLC? Ich habe ja nicht den Season Pass, sondern ich habe mir das DLC Solo geholt. Muss ich sagen, gefällt's mir. Ich nehme es. Man kriegt echt ordentlich nochmal was dazu geboten. Verflucht. Nein. Hatte ich einmal. Hast du nur einen Lebensbalken? Ach, komm weg mit euch. Was sagen die? Vielen lieben Dank. Günstige Winde und sichere Straßen. Wenn du das übersetzt, schreib bitte hin beim Händler. Danke, Steffi. Damit ich weiß, bei wem, wer das ist. Sonst nichts Interessantes, oder? Doch. Ich brauche noch Reptilien und Leder. Kann ich gegen dich laufen? Nee. Kann ich helfen, Reisender? Ja. Damit. Nächstes Mal hätte ich gerne so 20, 30 Stück von dem, bitte. Na komm. There are whispers on the wind. A brotherhood born in the shadows. They are the first to call themselves the Assassins.